Moini, und da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Wir sind hier auf Liris Gedenkinstitut im Lights-Out-Modus. Ich freue mich megas. Duster, duster, duster. Ich muss 40 Krähen stören. Denn beim Event, es ist tatsächlich richtiges Event. Es ist nicht cool. Bei diesem Event gibt es keine Kratzspuren. Das heißt, wir können rennen, wie wir wollen. Wir müssen aber unser Headset gut laut aufdrehen, denn der Killer hat auch keinen Terrorradius. Ich bin super gespannt. Ja, wir haben auch keine Anzeige, wie viele Gens wir noch machen müssen. Krass. Das Licht ist aus, aber. Oh, es ist Michael Myers. Meine erste Runde im Lights-Out-Modus hier. Wir sehen auch den Fortschritt des Gens gar nicht. Wie weiß ich denn, wann der Gen fertig ist? Wenn er fertig ist, ne? Das ist abgefahren. Aber so ein bisschen, man kann mehr sehen, als ich jetzt gedacht hätte. Ist die Frage, ob der Michael uns durch das Fenster stalken könnte. Wenn wir ihn nicht sehen. Gott, ist das dunkel hier. Okay, ich sehe sein rotes Licht. Hier haben wir das Büro, das ist gut für mich. Und Kate hat den Gen fertig gemacht. Und da ist der zweite Gen jetzt auch schon an. Hier höre ich noch einen Gen. Oder auch nicht. So, Sekunde, ich mache mein Headset noch lauter. Es ist tatsächlich ein richtiges Event. Also ich dachte halt, dass der Spielemodus, so laut, dass ich mich selber höre, naja, der Spielemodus, dass der, ich weiß auch nicht warum, aber ich dachte nicht, dass es ein Event ist. Ich finde nichts, ne? Ohne die flackernden Lichter, die mir verraten sollen, wo der Gen ist, der nächste. Ja, es ist auf jeden Fall stockenduster. Wir sehen auch nicht, ob Michael noch in Phase 3 ist oder nicht. Und wir sehen nicht, was die andere Person macht, ob die an Gen arbeitet oder nicht. Aber ich habe gesehen, Zarina hat jetzt Tab gerettet. Ich weiß absolut nicht, wie weit der Gen ist. Das ist so witzig. Jumpscare, Jumpscare. Aha, okay. Das heißt, wir müssen uns das merken. Er ist jetzt in Phase 2, nicht mehr in Phase 3. Da muss man jetzt drauf aufpassen. Ich habe Yunjin extra ein bisschen bunter angezogen, weil ich das fairer fand für die Killer, weil ich nicht genau wusste, wie dunkel das jetzt hier wird. Map-Kenntnis bringt einem auf jeden Fall einiges. Also sehr viel. Oh, man sieht auch nicht, wie weit die Heilung ist. Das ist ja witzig. Alle Statusanzeigen, das wusste ich nicht, alle Statusanzeigen sind auch jetzt raus. Kennt er jetzt oder wie? So 5% muss ich trotzdem schaffen, ne? Und wann sind die 5%? Hier sind die 5%. Kann man hier einfach campen oder? Warum rennen wir? Wo hat sie die Toolbox überhaupt? Wollt ihr die Toolbox? Kann man hier die Kisten noch plündern? Scheinbar kann man Kisten plündern. Und scheinbar will sie irgendwie bis ins Nirgendwo rennen. Sie wäre fast noch eher reingelaufen, ne? Also, krass. Es ist dunkel, es gibt keine Perks, keine Statusanzeigen, keine Fortschrittsanzeigen.
Ist eigentlich genauso, wie ich mir DVD früher immer vorgestellt hätte. Und ich weiß auch nicht, wie viele Gens wir schon geschafft haben. Können wir den Ausgang schon aufmachen? Gibt's einen Ausgang? So, also er ist wieder in Phase 3, glaube ich. Oh, man muss viel besser aufpassen und Map-Kenntnis ist so viel wert. Und es ist, glaube ich, gut, dass ich mein Mikrofon, also nicht mein Mikrofon, sondern mein Headset lauter gedreht habe. Dann hört man ihn zumindest ein bisschen atmen, so Phase 2 wieder. So, wir haben 3 von 4 Kolben wackeln, das heißt, wir haben 3/4 des Gens auf jeden Fall fertig, mindestens. Daran kann man sich ja orientieren, wie laut und wie viele Kolben wackeln. Und ich glaube, wir haben auch schon 2 Gens fertig. Das muss man sich dann einfach merken, ne? Wie viele Gens jetzt schon so durchgegangen sind. Oh, er wird auf jeden Fall hier auch rüberkommen jetzt, ne? Da habe ich noch eine Krähe gestört. Weil da drüben ist noch ein Gen. Ich habe halt immer Angst, dass wir im Rhein rennen, wenn wir so weit wegrennen. Serena, kann das eigentlich sein? Kann das eigentlich sein, dass das Matchmaking hier aus ist, bei dem Event-Modus? Also, sorry, nichts gegen die Mitspielenden hier gerade, aber ich habe 150% gerade auf Survivor. Und irgendwie, wie viel sind wir hier? 3/4 auch wieder. Könnte ich mir das ganz gut vorstellen, weil wir können ja auch nicht überall bei so einem Event-Modus. Es gibt den ja, den man kann sich aussuchen, ob man den mitspielt oder nicht. Ich könnte auch ganz normal DBD spielen. Ja, jetzt wie ich. Aber besser ich als Serena. Der konnte sich hochstalken, bevor ich sein rotes Licht gesehen habe. Ich glaube, Michael Myers zu spielen ist richtig stark. Ich glaube, wir brauchen nur noch 2 Gens. Ich bin mir nicht so sicher. Also es ist ein externer Spielemodus. Aber trotzdem ist es auch ein Event. Das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, jetzt brauchen wir nur noch 1 Gen. Bin mir nicht so sicher. Ich finde die Ungewissheit auch ziemlich witzig. Wie findet ihr das eigentlich? Ich meine, ich lade das Video jetzt vermutlich erst Freitag hoch. Und deswegen habt ihr ganz bestimmt schon... ich habe trotzdem Eile-Bonus gekriegt. Deswegen habt ihr ganz bestimmt auch schon ein paar Runden gespielt. Ich fände es trotzdem spannend zu wissen. Wie ihr das so findet. Kate wird wieder gejagt. Und zwar dort, ja. Die haben eigentlich auch ordentlich gut Gens gemacht bisher, ne? Also wir haben insgesamt gut Gens gemacht. Dafür, dass es keine Statusanzeige gibt, kann ich mich nicht über den Gen-Speed beschweren. Also ich würde jetzt nicht sagen, so, wow, die machen ja gar nichts. Ich höre ihn. Krass. Das ist schön gruselig, gefällt mir ganz gut. Und da sehe ich Tab. Der geht auf Retten. Ich glaube, Killer haben hier schon die Powerrolle. Aber dass man den Fortschritt von den Gens nicht sieht, finde ich schon ein bisschen krass. Ich meine, dass man hier Solo-Queue nicht sieht, wie weit die anderen am Gen arbeiten, das finde ich in Ordnung. Ist so ein bisschen wie früher, als man nicht gesehen hat, was die anderen so tun. Ob die am Gen sitzen oder eine Truhe öffnen, daran hat man sich inzwischen ja auch echt dolle gewöhnt.
dir einen anderen Gen. Ich bleib mal einfach verletzt. Ich dachte, hier wäre die Mitte. Ich finde schon noch einen anderen Gen. Wir müssten jetzt hier... Oh, mach mal eine Kiste auf. Und Blutspuren hinterlasse ich offensichtlich auch. Ich sehe nicht, was ich rausgezogen habe. Okay. Eine Toolbox. Das ist doch gut. Ist die Frage, sieht der Killer die Gens? Ja, ne? Die Augen der Gens. Wie viele Kisten gibt's? Viele? Ich sehe den Fortschritt der Kiste nicht. Das ist so verwirrend. Was ist das? Eine Karte. Hä, eine Karte ist gut. Eine Karte ist gut. Da hinten sehe ich einen Gen. Okay, aber das ist auch der einzige Gen, den ich sehe. Das ist der Gen, den ich hier vorhin schon mal gemacht hatte. Da ist er wieder. Schade. Ah, da sind die anderen Gens. Verrückt. Verrückte Runde. Und wieder den gleichen Haken wie vorhin. So ein bisschen Aura-Sicht schadet nicht, aber so eine Karte, glaube ich, die ist schon krass jetzt. Da ist der letzte Gen an. Mega gut. Ich glaube, die anderen haben SWF gespielt. Weil die sich gegenseitig auch gefunden haben. Oh, ich habe auch nicht schlecht Punkte gemacht. Kate wird gerade gejagt. Und Tab ist beim Ausgang. Dann kommt Tab auf jeden Fall raus. Hey, das hat voll Spaß gemacht. Ich finde es mega witzig. Und ich spiele auf jeden Fall gleich auch nochmal eine Killerrunde und lade die euch dann auch hoch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Mir macht das richtig Spaß. Das ist ja so ein Hardcore-Modus quasi. Ach ja, gibt keine Perks. Cool, was sage ich denn dann jetzt hier? Es war ein Michael, der kann sich hochstalken. Also One-Shot-Killer sind, glaube ich, richtig stark jetzt, ne? Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Warum ist der Gen schon angefangen? Hä? Wie kann das sein? Das ist ja crazy. Oder? Warum sind die Gens alle schon an? Ist das so? Damit man die besser findet? Dann trete ich mal alle aus, dann werden die nicht gefunden. Da bin ich mit einer Runde Dead by Daylight. Im Lights Out Modus. Hier wird dran gearbeitet. Ich kann Stalky-Stalky machen. Von der anderen Seite kann ich auch nochmal Stalky-Stalky machen. So, die sind hier zu dritt gewesen. Glück für mich. Ich lasse ihn mal liegen. Ich lasse ihn nicht liegen, meine ich natürlich. Ich bin ein bisschen nervös, ich weiß gar nicht. Oh yeah. Ey. Was ich hier tue, aber ich glaube, Michael hat hier wirklich die Powerrolle. Boah, ist das duster. Ja, Kratzspuren sehe ich auch nicht. Die Wand sehe ich auch nicht. Wir sind hier auf. Moment, ich habe Schritte gehört. Ich habe Schritte gehört, auf jeden Fall. Ja. Hey, das ist ja witzig. Ich habe sie wirklich gar nicht gesehen. Bis ich sie gesehen habe. Da wurde ein Skillcheck vermasselt. Und da ist meine Phase wieder zu Ende. Krass. Das ist witzig. Da ist ein Rabe hochgeflogen. What?
leg ihn mal ab. Ich sehe echt nichts, ne? Und da ist jemand an der Truhe. Dich habe ich schon ziemlich dolle gestalkt. Oh Gott, ohne Kratzsprung komme ich nicht so gut klar. Das ist der Map-Rand, genau. Also, sie läuft nach links weg. Sie hat auch nur den Map-Rand gefunden, so wie ich gerade die ganze Zeit über. Da. So, rauf mit dir. Also ich glaube, die Killer, die haben hier echt die Powerrolle. Gefällt mir ganz gut. Hier. Ich sehe sie nicht. Sie ist einfach an mir vorbeigelaufen. Da, hi. Okay. Spielen wir mal ein bisschen mit den Überlebenden, ne? Da sehe ich Füße. Okay, das ist wieder Ash. Den holen wir uns jetzt einfach. Oder auch nicht. Was ist das für eine Struktur hier? Ah, da ist die Palette. Hier links wird auch gearbeitet. Super. Treten wir mal gegen. Für mich Rückschritt. Da ist sie. Haben die überhaupt schon Jen an? Bin mir nicht sicher. Ohne Perks finde ich echt witzig. Wird auch wieder hier sind Blutspuren. Da sehe ich jemanden. Hä, man kann sich ja mega gut verstecken. Ich hätte mich in der Runde, die ich selber gespielt habe, viel besser verstecken sollen. Wo? Dort. Ich höre hier jemanden. Ich wusste doch, dass da jemand war. So, dann kommst du an einen Haken, den ich irgendwo habe. Hier hinten zum Beispiel. Die heilen sich jetzt hoch. Da ist Mika. Wo ist die Taschenlampe, Mika? Aus der Truhe! Mega gut, Mika. Bis hier lang. Kratzspuren, Kratzspuren, Kratzspuren. Ich höre sie noch. Ich sehe sie nicht, aber ich höre sie. Also stalken ist, glaube ich, schwierig. Aber ich mache mal ein bisschen Stalky-Stalky. Weil die sich jetzt ja auch hochgeheilt haben. So. So. Oh, sie passt gut auf. Aber das ist schwierig. Kriege ich eigentlich Blutlust? So, da ist irgendein Gen angegangen. Der zweite. Bin mir nicht sicher. So, danke dir. Das war ganz schön knapp. Ich habe ihn nämlich nicht kommen sehen. Ich drehe hier mal wieder gegen. Ich glaube, die Gens gehen gleich alle an. Der ist auf Null. Ich habe ihn gehört. So, Mika hatte eine Taschenlampe. Oh Gott, die haben beide Taschenlampen. Wie frech ist das denn? Ich glaube, das ist eine gute Taktik, die Truhen zu durchsuchen. Da habe ich Füßchen gesehen.
So. Mist, bin hängen geblieben. Oh, die ist gut. Also ohne Kratzspuren ist das gar nicht mal so simpel. Ich glaube, die braucht nur noch einen Gen. Ich habe nicht mitgezählt. Oh, und jetzt weiß ich nicht, wo sie hin ist. Ich weiß gar nicht, wo sie hin ist. Das ist heavy. Blendung, krass. Blendungen sind krass. Okay, ich komme. Ach, ich weiß ja wohl, wie viele Gens da. Weil 1, 2, 3, 4 Gens habe ich hier noch. Das heißt, wir müssen noch 2 machen. Haben die unendlich viele Truhen hier eigentlich? Die haben ja mindestens jetzt 3 Items. Da wurde eine Heilung vermasselt. Nee, Heilung gibt's ja gar nicht. Haben sie nicht. Ich weiß nicht, was da vermasselt wurde. Da ist wohl jemand fast gefasst vaulted. Sie ist tot. Mach mal hier die Tür auf. Dreht hier nochmal gegen den Gen. Rechts von mir. Man muss richtig gut gucken, ne? Nee, nicht gefunden. Keine Ahnung. Ohne Kratzspuren echt schwierig. Ich muss die Gens abklappern hier. So, Ash ist auch tot. Ich stalk ihn mal noch ein bisschen. Bevor er raus ist. Ist einfach weitergegangen. Hier hin. Nee, links. Hallo. So, 99 gestalkt. Sie ist fast gewoltet. Ich weiß aber nicht, wohin. Krass, Verstecken ist viel, viel besser jetzt hier. Ich habe beide jetzt verloren. Ich bin auf 99 gestalkt. Hier ist niemand. Da war noch jemand. Mist. So, okay. Mehr aufheben. Da ist eine Taschenlampe. Der ist noch gar nicht tot, weil ich ihn liegen lassen habe vorhin einmal. Der Gen ist angegangen. Okay. Boah, ohne Kratzspuren bin ich so aufgeschmissen als Killer. Weiß gar nicht, was ich machen soll. Hier war auf jeden Fall jemand, aber wo die Person hin ist, keine Ahnung. 4 Schritte gehört. Letzter Gen. Dich zumindest hier. Hallo, kannst du aufhören zu kriechen? Sie ist raus, sehr schön. Ash ist irgendwie hier in diese Richtung, aber ich gehe mal lieber die Gens weiter ab. Da vorne müsste Mika ja gearbeitet haben. Aha.
Muss ja auch irgendwo sein. Hier. Oh. Manchmal höre ich irgendwie was. Oh Gott, das ist so witzig. Auch raus. Wenn ich dich an den Haken bekomme, natürlich heißt das. Warum sind die Haken so weit auseinander? Ah, kriegen wir trotzdem noch hin. Gut. Luke. Ach, brauche ich nicht. Ja, okay. Doch, okay. Ja. Ich kann nicht teabaggen. Doch. Wir suchen dir die Luke gemeinsam, komm. Sehr schön. Einmal Spaß. Ich hasse solche Killer, ne, die so tun, als würden sie einem die Luke schenken und dann doch nicht. Aber ich finde es witzig, wenn sowas dann gemacht wird. Ich weiß nicht, ob die Luke spawnt. Gibt es eine Luke? Hören wir die überhaupt? Geh mal Richtung Shack. Witzig, so ohne Kratzspuren. Oder? Nee. Ohne Kratzspuren und so, ohne Licht. Das ist schon echt krass. Ist auch gar nicht so einfach als Killer. Da haben wir sie doch. Dann raus mit dir, süße Mika. Ich weiß, wer sich freut. Alle Mika-Mains. Hey, das war super witzig. Ich mag den Modus voll gerne. Eine Daily gemacht. Hab das Ziel meiner Besessenheit getötet und den P100 rausgelassen. Naja, cool. Ich sag GG und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.